Herzlich willkommen zur 41. Folge meines State of Decay 2 Nebenprojektes Mumm in den Knochen. Ich bin der Palzi, das ist die Maddie. Ich habe das erste Mal seit langem jetzt wieder diesen Spielstand geladen. War gerade noch am Rumgucken, um mich zurechtfinden, wie es aussieht. Und dann kam die Quest hier mit Maddie rein, die den Partner des Bruders suchen möchte. Da müssen wir da runter. Es ist auch ein Treffen. Es ist auch hier eine Quest reingekommen. Aber die scheint zu keinem expliziten Ort zu führen. Müssen wir mal gucken. Fremde werden belagert. Interessiert mich eigentlich nicht. Die blockieren eine Basis. Das heißt, das ist irgendeine spezielle Enklave, die ja mich jetzt im Moment nicht juckt. Ich würde gerne Partner des Bruders machen und dafür müssen wir halt mal los. Hier draußen ist Osterfeuer. Der Militärtruck brennt. Der sieht auch nicht gut aus. Wie geht's denn Vlad? Soweit erstmal ganz okay. Sprit und Reparaturkits. Wie sieht's da eigentlich aus? Da habe ich noch nicht geguckt. Wir haben ja keinen Mechaniker hier. Hier jetzt auch. Update 30 ist durch. Sprit haben wir sehr viel. Aber Reparaturkits überhaupt nicht mehr, bis auf ein verbessertes und das, was im Kofferraum ist. Das heißt, wir haben ein großes Problem. Aber ich fahre jetzt erstmal zu der Quest. Genau. Feral weniger. Ich muss mich jetzt erstmal wieder umstellen, dass die Ferals hier nur einen Schuss brauchen. Take out the nearest plague heart, this might just clear up. Graben. Oh, da war auch eine Tasche, eine Herrenlose. Aber ich werde jetzt natürlich primär erstmal hier looten. Da vorne ein Bloater. Maddie hat erkunden. Okay. Finally, something to celebrate. Nachricht, schriftliche Überreste. Mein Süßer, es tut mir leid, dass ich nicht bei dir war, als alles den Bach hinunterging. Das werde ich mir nie verzeihen. Deine Mutter hat es nicht geschafft, aber sie ist friedlich gestorben. Ich bin in ihrem Haus und hoffe, dass du noch am Leben bist. Bitte komm bald, XOXO Babe. Okay, this is as excited as you're ever gonna see me. Wo müssen wir denn hin dann für die Quest? Oh, ich... da müssen wir rein. Von daher, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier anfangen soll, das Playcard zu looten. Obwohl, wir haben ja Außenposten da, ne? Ja.
Da können wir wohl ein bisschen was mitnehmen. 2, 3, 4, 5, 6. Das kriegen wir alles mit. Na, that's heavy. Munition kann nie schaden. Wie sieht es spritmäßig aus? Können wir auffüllen? Basis irgendwas anschmeißen hier, Kloputzen zum Beispiel. Oh, da war noch ein Lagerunterschlupf. Vielleicht nehmen wir den auch gleich noch mit. Wenn man schon mal hier ist, ne? Das deckt auf jeden Fall nicht. Könnte halt sein, dass wir hier auch ein Reparaturkit rausbekommen, was ich sehr begrüßen würde. Boring. Waffenüberreste. Not bad. Not bad. Die lasse ich erstmal gerade. Ich will wissen, was im letzten ist. Molly. Sprich, ich bekomme nicht alles abtransportiert. Auf was kann ich am ehesten verzichten? Das Rettungsmesser. Holzi, du hast Loot zurückgelassen. Ja, ich weiß. Nachlässig. Damit das mal nicht fatal endet. Einfluss nehmen wir mit. So, hinein. Ein Bolzen haben wir verschossen. Und ein Sprit müssen wir wieder in den Kofferraum packen. Dann gehen wir mal zum Zuhause von Maddie. Feral ist da hinten, aber da kommt auch ein Zombie.
lauter. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja, komm schon, letzter. Gut. Hier auch schon wieder ein Bloater. Nee, da räume ich da erstmal noch ein bisschen auf. Bloater scheint explodiert zu sein. Ja, jetzt ist es weg. Ja, das ist genau, was ich wollte sehen. Over here. Help. Ja, irgendwo ist doch hier noch was. Ich höre doch schon. Achso, wird ja auch auf der Minimap angezeigt, aber ich gucke so selten auf die Minimap. Da ist doch irgendwas. So, Nummer 1. Der ist raus. Thank you so much. Lass mich mir erstmal das Gebäude sichern, Adams. I'm declaring this location set free. Oh mein Gott, du musst Maddie sein. Dein Bruder hat andauernd von dir gesprochen. Hast du ihn gesehen? Ist er sicher? Oh, und jetzt zwei Optionen. Aufnehmen, nicht aufnehmen. Hoffen, bieten, bangen, leider leer. Das heißt, wir dürfen nicht. Es tut mir leid, er hat es nicht geschafft, aber ich bin froh, dass du noch lebst. Viel Alright. Glück da draußen. Stay safe. Gut, hätten wir das auch. Ich glaube, das ist auch die letzte Quest der Bruder Chain gewesen. Hier sind noch zwei verbleibende Gegenstände. Hier können wir Materialien rauskriegen. Na ja, dann, damit das Ganze nicht umsonst war, die Fahrt hier runter. Würde ich jetzt ganz gerne dahin fahren. Oder auch nicht. Hat er jetzt geschrien da oder was? Komm doch lieber hinterher und spring über den Zaun. Ich weiß doch, dass du das total voll findest. Scheinen aber zu dem Punkt zu gehen, wo geschrien wurde. Gut für uns erstmal. Ne, den einen hier will ich weghaben. Du bist nicht gut. Wie viel sind hier noch drin? Zwei Gegenstände. Und hier ist auch einer. Der ist aber gerade umgefallen. Dann gucken wir uns den Schuppen mal an hier.
Sprit schön. Ich hätte lieber ein Reparaturkit. Betonstahl. Packsack wäre auch noch nett. So, wir haben noch zwei Slots frei. Das sollte also reichen, um das Seuchenherz leer zu räumen. Sie ist Erkunderin, also... Kein leises Öffnen der Tür. Dafür sollten wir uns eigentlich... Oh, da ist ein Juggy. Eigentlich sicher sein, dass hier nichts ist in dem Haus. Nothing here. Surprise. Max und ein Latte Meißel. Ich gehe noch mal die Räume ab, dass wir wirklich auch die Schutzzone hier bekommen. Und dann können wir auch schon wieder zum Außenposten. Sprit am Mann behalten, seiner Frau. Wie sieht's überhaupt aus von den Ressourcen? Eigentlich ziemlich gut. Muni könnten, was haben wir im Kofferraum? Einmal Muni, zweimal Materialien, okay. Medis könnten wir noch brauchen. Hier hinten wäre eine Toilette. Wenn wir die looten, dann könnten wir auch noch Medis mit nach Hause bringen. Hier ist die Tressi-Quest. Wollen wir die machen oder nicht? Don't do anything stupid before I get there. You're the best. Ah, okay, das wäre da. Das ist Isby. Shit, they're in real trouble. Ich ignoriere Tressi. Ich loote jetzt noch die Toilette. Und dann fahren wir zurück. Und dann können wir die Isby-Quest da machen. Lauter da hinten gefällt mir gar nicht. Und der Screamer natürlich auch nicht. Das war der Screamer.
Okay, hier ist einer drin. Die Seite ist aber leer, okay. Da muss halt auch weg. Hab aber das Gefühl, er könnte sich hingelegt haben. Nee, der watschelt da. Gut. Ich habe ja jetzt eine ganze Zeit lang wieder Todeszone gespielt. Zweite Staffel halt. Locked up tight. Damn, too loud. Und die Zombie-Dichte fühlt sich echt erholsam an hier drin. Hier ist ja gar nichts. Gebiete. Ach, es gibt auch nur einen Container. Ja, wollen wir hoffen, dass der eine Container dann auch tatsächlich dass der eine Container auch tatsächlich die Metz enthält, denn das wäre. I'm declaring this location Z free. Es besteht aber die Möglichkeit hier. Emphasis on night. So, pack den da auch noch rein. Noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Sprit, ja, ginge. Irgendein Seuchenherz. Hier sind 7 verbleibende Gegenstände drin. So viel Inventarslots haben wir überhaupt nicht. Auf dem Nachhauseweg hier, den können wir auch noch mitnehmen. Könnten auch hier unten. Ich fahre erstmal den an. Da gibt es Lebensmittel vielleicht. Können wir zwar nicht zum Außenposten machen. Aber nichtsdestotrotz könnten da Lebensmittel noch sein. Wir können noch einen Packsack auf den Rücken packen. Du hast keine Reparaturkits. Ja, scheiße. Ja, tut mir leid. Schlimmstenfalls, wenn Vlad auseinanderfällt, müssen wir halt einen neuen Vlad beschwören. Das ist halt. Sollten halt immer die 1000 auf jeden Fall in der Hinterhand haben. Das ist doch schön. So eine Kiste mit Samen, die können wir wieder verkaufen, weil wir damit eh nichts anfangen können. Ohne Gartenbauer. Da ist der Packsack. Mehr Samen, würde ich sagen. Ja, und hier, na, da kann alles Mögliche drin sein. Da könnten auch Snacks oder sowas drin sein. Es könnte sogar ein Packsack drin sein, aber ich glaube nicht, dass wir 2 bekommen. Ja, nichts ist auch immer eine Möglichkeit. Das ist wohl richtig. So, nächste. Da.
Ach, hier können wir gut parken. Hinterausgang. Also mit der Steuerung von Vlad komme ich auch immer besser zurecht. Ich habe den ja lange Zeit nicht benutzt. Also ich habe das mit den Spikes schon realisiert. Oh, hey. This should be good. Oh, hier sind aber irgendwo Zombies. Lange Zeit nicht genutzt, weil... Nee, ich will dich lieber so... Weil ich den Platz im Kofferraum einfach für nicht ausreichend befunden habe und bin dann immer mit dem Widgeter halt durch die Gegend gefahren, dem Upgrade von Miagra. Habe ich Miagra gesagt? Miragra. Aber ich muss echt sagen, ohne Vlad würde ich mich, glaube ich, inzwischen relativ nackig fühlen. Die stacken, dann können wir noch einen. Ist echt ein wundervolles Auto. Warum ist denn das so hell draußen? Ich muss mal kurz Gamma checken, aber ich meinte eigentlich, das hätte ich in der anderen Staffel dann runtergesetzt. Grafik, Gamma anpassen, ja, die steht auf 50%. Das ist okay. Dann ist es halt einfach gerade ein bisschen heller draußen. Wer eiert da an meinem Auto rum, um eine Tür abzureißen? Doch nicht etwa du? Nein, du nicht. So, dann ab zur Basis. Und dann können wir uns... Ja, dann ist auch wahrscheinlich fast schon soweit, die Folge zu beenden. Dann können wir uns in der nächsten Folge dann der SP-Quest widmen. Red Talon Researchers hope to find humans who may be immune to the blood plague. If you encounter an individual suspected of immunity, please remand them to a Red Talon facility. Prima, da muss ich unbedingt wegmachen. Auf dem Weg dahin ein paar andere Zombies leiden müssen. Das fehlt dem Spiel eigentlich noch. Wie viele Zombies starben während der Produktion? So, da wollen wir Vlad, kann der gefüttert werden? Nee, definitiv noch nicht. 33 Lebensmittel haben wir. Wir haben keine Küche, um irgendwas zu produzieren. Das heißt, Lebensmittel müssen in Offsite Storage. Hier haben wir Munition. Oh, Materialien, Benzin. Ist in dem anderen noch irgendwas drin? Looks like that screamer's about to barf. Ja, dann packen wir hier Lebensmittel rein. Auch okay. Welcher Screamer? Ach, da hinten. Munition können wir hier reinpacken. Die können wir transferieren. Munition können wir transferieren. Oder haben wir Munitionseinkommen? Nee, haben wir nicht. Okay. That's a lot of stuff.
das wird langsam voll hier. Zwei Materialien. Wie viel haben wir hier? Nochmal vier. Das sind sechs Materialien. Das heißt, wir sollten uns überlegen. Yo, I'm back and alive. What's good? Ob wir nicht langsam Leader wählen. Wo hat es die? Wir haben eine Lounge Level 2. Das heißt, wenn, dann sollten wir einen Sheriff Leader wählen, um die auf 3 abzugraden. You know, if we had electricity in this place, we'd be a lot better off. Ja, Strom, ich weiß. Mal mir irgendwann anders einen Kopf drüber. Ich glaube, wir können hier erstmal Waffenüberreste verwerten. Muss irgendjemand auf die Krankenstation? Nein. Wie ist denn prinzipiell der Stand? Sind alle Helden? Ja, zwei Outdoor-Freaks. Ach, deshalb haben wir auch so viele Betten. Oh, 9. 9 Betten verfügbar. Ach, du ahnst es nicht. Hier muss ja nie Betten bauen. Naja. Da mache ich mir einen anderen Mal einen Kopf drüber. Oh, ein wandernder Händler. Was haben wir da? Ersatzteile. Der ist da oben. Könnte der etwas haben, was uns interessiert? Die haben manchmal, glaube ich, auch schwere Aufwertungskits dabei. Aber fahre ich jetzt deshalb da hoch? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich gehe die Quest hier erstmal an. Und da wird Vlad wahrscheinlich ganz doll leiden. Medikamentenpacksack. Eh nicht mehr so viele solchen Herzen hier auf der Karte, kann das sein? Hier oben hatten wir wohl auch schon gesäubert. Ja, wenn man eine ganze Zeit lang nicht mehr gespielt hat, dann wundert man sich doch. Wir könnten das wegmachen, um die Basis zu claimen. Da könnten wir eine Person bekommen, die wir auch rekrutieren dürfen. Das weiß ich. Und auf dem Ackerlandkomplex ist auch nur noch eins. Also es kann echt sein, dass das die drei letzten Seuchenherzen sind. Das würden wir halt sehen, wenn wir jemanden zum Anführer fördern. Aber ja, hier unsere Kommune, wie heißt die Gemeinschaft? Die Hoffnungsschimmer. Die kommt auch ohne klar. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.